Aloysius fragt Pete Smeed, was haltet ihr von der Kontroverse um den Song Layla? Das ist eine anstrengende Geschichte, wo ich mich eigentlich versuche rauszuhalten. Ich versuche nur, also was ich immer so faszinierend finde, ist immer diese reflexartige Reaktion, wenn jetzt wie bei dem Song, und da ist ja tatsächlich, finde ich, der Text ein bisschen kompliziert. Also nicht kompliziert, kompliziert ist er nicht, aber er ist jetzt auch nicht besonders geil. Wenn da jetzt Leute sagen, nee, das wollen wir jetzt auf unserem Volksfest nicht hören oder das spielen wir in unserer Diskothek nicht, weil das ist frauenfeindlich, finden wir nicht geil, dass dann direkt so eine Debatte explodiert. Ich denke mir dann halt so, ja, okay, ist cool. Also den kann man ja trotzdem noch hören. Er ist ja trotzdem noch produziert. Ist ja trotzdem noch beliebt. So whatever. Dann spielt den halt nicht. Ich muss mit dem ja auch nichts anfangen. Aber das dann direkt so dieses, man darf heute nichts mehr sagen und wir werden wegzensiert. Ich so, Alter, nein. Du kannst ihn immer noch hören. Ist doch alles easy. Warum regten sich denn alle so auf? Also, das finde ich dann immer so ein bisschen übertrieben. Ich habe tatsächlich die Kontroverse von dem Song Layla nicht so mitbekommen. Ich habe nur gehört, dass der Text wohl irgendwie nicht so cool sein soll, kann da aber zu nichts sagen, weil ich dazu eindeutig zu wenig Informationen habe. Ich glaube, ich habe den Song bis heute noch nicht einmal gehört, komplett, sondern immer nur den Refrain irgendwo. Also dementsprechend habe ich da keine Meinung zu, weil ich es echt nicht weiß, es ist an mir vorbeigegangen bisher. Also die Kontroverse um den Song Layla. Nina, kennst du den Song Layla? Nein. Nein, kennt keine Sau. Ich kenne ihn eigentlich auch nicht. Ich habe ihn jetzt durchs Camp kennengelernt. Durch ja. Dschungelcamp. Durchs Dschungelcamp. Und sonst? Keine Ahnung. Wir hören nur gute Musik. Wir hören nur gute Musik. Wir hören nur Haki Baki und der kleine Hai. Der kleine Hai ist der neue Dauerbrenner im Auto aktuell. Ja, also keine Ahnung, was mit Layla ist. Ich find's ziemlich lächerlich, weil, keine Ahnung, auf Malle wird auch noch 10 nackte Friseusen wahrscheinlich getrellert und nicht 20 cm kleiner Peter. Also, keine Ahnung, ich find das Quatsch mit Layla. Oder Layla. Finde ich den Song ziemlich cool eigentlich. Von der Kontroverse um Layla. Also von der Kontroverse habe ich ehrlich gesagt nur am Rande irgendwas mitbekommen, dass das auf irgendeinem Volksfest verboten worden sein soll zu spielen. Beziehungsweise, dass die angehalten wurden, es nicht zu spielen. Und wenn das halt der Dorffestbetreiber möchte, ist das doch völlig in Ordnung. Ansonsten weiß ich nichts von der Kontroverse. Also der ist ja jetzt nicht indiziert oder so. Wobei könnte auch sein, habe ich ja nicht mitbekommen. Das ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal.